In Saarstedt im Kreis Hildesheim wurde heute Vormittag ein 61-jähriger Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Laut Polizei wurde das Opfer so stark verletzt, dass es später starb. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Mann soll um die 180 cm groß sein, soll dunkle Haare haben und soll bekleidet gewesen sein mit einem schwarzen Shirt und einer blauen Jeanshose. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang sind noch unklar.